Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort, im neuen Look und ohne Malkondo. Aber dafür mit Snow, auch im neuen Look. Jetzt ist er gar nicht mehr so schneeig, ist jetzt dreckiger Schnee. Na, wo warst denn du? Im Dreck? Ja, wie ihr seht, ist das Default Pack. Wir haben vor, im Laufe dieser Woche, also eigentlich bis zum 1. hin, umzustellen auf die 1.9. Und deswegen waren wir ganz, ganz lange jetzt schon auf der Suche nach einem neuen Pack und haben uns jetzt letztendlich fürs Default entschieden, da einfach kein Pack auch nur annähernd an Smooth Realistic rankommt. Das Smooth Realistic wird im Moment nicht wirklich weitergemacht, also da passiert so gar nichts. Deswegen haben wir uns jetzt umgeguckt nach einem neuen Pack und haben uns letztendlich, wie gesagt, fürs Default entschieden. Ganz einfach, weil es ist neutral, jeder kann sein Pack benutzen, wenn er auf den Server kommt. Und wir bauen alles auf dem Default jetzt auf und ich nehme dann natürlich auch im Resort mit dem Default auf. Und alle anderen können halt ihre Packs weiter wie gewohnt nutzen. Also so ist das jetzt geplant in Zukunft mit dem Pack. Das 3D-Pack habe ich ja noch den Einrichten-Videos benutzt schon, haben einige vielleicht von euch gesehen. Kriege ich momentan auf der 1.8 nicht zum Laufen. Es ruckelt ganz, ganz arg. Warum auch immer, ich weiß es nicht. In der 1.9 läuft es aber relativ gut. Wobei ich da die Shader auch ausschalten muss, weil es auch ruckelt. Also es scheint momentan dann noch einige Probleme zu geben. Aber sobald wir das im Griff haben, werden wir dann umstellen, wenn es eben möglich ist, auf dieses 3D-Pack, weil das sieht schon richtig cool aus. Und mit dem Shader, finde ich, sieht auch das Default-Pack richtig, richtig nett aus. Und das ist also der Weg, wo wir hinwollen. Deswegen habe ich jetzt schon umgestellt, dass wir einfach die nächsten Sachen, die wir bauen, schon auf diesem Pack aufbauen. Denn wir haben draußen mega viel umzubauen. Ich zeige euch das mal. Ich sehe gerade, ich bin noch im Kreativ. Das schalten wir natürlich mal eben um. Das habe ich vor lauter jetzt vergessen. Und Thomas ist online gekommen. So, so sieht das aus jetzt hier. Das ist natürlich nicht wirklich schön, das bauen wir um, das machen wir anders. Und mit Malkondos Hilfe wird das dann ja auch relativ zügig vonstatten gehen hier. Unsere ganzen Tiere sind noch da, die finde ich auch im Default, muss ich sagen, ganz nett irgendwie. Gefallen mir richtig gut die Pferde, weil die haben so schöne viele verschiedene Farben. Okay, wir wollen jetzt trotzdem hier weiterbauen. Wir hatten ja gesagt, da hinten kommt der Schafstall hin. Da würde ich jetzt mit euch weitermachen, denn beim Schweinestall sind wir eigentlich fertig. Ich habe da mal nachgelesen, was Schweine so brauchen. Also nicht viel. Die sind ja wirklich relativ pflegeleicht. Also jeder sollte sich ein paar Schweine halten, wenn man genug Platz hat. Es ist ja... Also sie sind ja sogar fast Selbstversorger, wenn man genug Weidefläche hat. Man braucht natürlich wirklich viel. Also ein Schwein braucht 500 bis 900 Quadratmeter. Das ist natürlich schon eine Menge, was die so an Platz brauchen. Aber nichtsdestotrotz sind die relativ pflegeleicht, wenn man eben diese große Fläche zur Verfügung stellen kann. Fand ich sehr interessant, darüber zu lesen. Wir werden dann natürlich gucken, dass wir noch das Außengehege dann anpassen für die Schweine, denn Schweine brauchen natürlich ein Suhlloch. Das war ja klar, dass die halt ein Matschloch brauchen zum Suhlen und halt noch Zeugs zum Kratzen und sowas. Ja, das ist eigentlich alles, was die Schweine dann so da draußen brauchen und das werden wir dann natürlich noch machen. So, ich will jetzt aber mit euch zusammen den Schafstall machen. Den möchte ich ganz gerne, wenn es möglich ist, heute fertig machen. Wir haben auch gar keinen Laub mehr. Ich nehme jetzt einfach mal Setzlinge mit. Ich nehme ein paar mehr mit. So. Genau. So. Dann Schere habe ich dabei. Habe ich eine Axt dabei? Ja. Okay, nicht, dass ich nachher da überall nur diese Dinger stehen habe. Die Hecke sieht so ein bisschen durchsichtig aus, ne?
die Blätter sind so ein bisschen durchlässiger im Default. Okay. Schauen wir mal. Aber es ist trotzdem okay. Es sieht trotzdem recht gut aus. Okay. Ja, hier soll jetzt ja das Schafgehege hin. Das binden wir da vorne an und machen das recht groß. Und hier kommt dann eben der Stall hin. Beziehungsweise, also wir machen so einen Offenstall, der halt direkt auf der Weide ist, dass die halt, Moment, habe ich eine Hacke dabei, dass die halt jederzeit in den Stall können oder eben auch auf die Weide. So, jetzt mal eben schnell gucken hier. So. Okay. Mauer habe ich keine mehr dabei. Ist nicht so schlimm. Hecke brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Das packen wir mal zur Seite. Essen kommt mal da unten hin. Das brauchen wir. So, dann gucken wir mal, dass wir hier den Stall schon hinkriegen. Ich weiß noch nicht, wie wir die Umrandung machen sollen. Ob wir da auch so dieses mit zwei Gitter, also Gitter zwei hoch machen sollen. Dass wir einfach bei diesem Look bleiben, was so die Weiden angeht. Fände ich eigentlich vom Prinzip her, denke ich, am besten. Weil dann haben wir auf gar keinen Fall Probleme mit dem Klitschen, dass sie uns irgendwie wegkommen. Das fände ich ganz praktisch. Ja, und hier müssen wir mal schauen. Eventuell machen wir uns hier noch einen Deckel drauf oder so. Dass wir hier noch einen Glasdeckel oder irgendwas drauf machen, dass man hier auch nicht rankommt. Also, dass die Tiere da auch nicht rauskommen. Das ist ja eigentlich... Weil da können sie ja auch glitschen. Oder aber wir machen hier... Wir nehmen den Zaun einfach weg und machen hier auch das Gitter. Das geht ja auch. Müssen wir nochmal ausprobieren dann. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Schafstall an. So, da hinten soll der Schafstall hin. Und dann machen wir halt eine Riesenweide und dann können wir auch richtig viele Schafe halten. Hier machen wir den Schafstall hin. Oh, da ist ja jemand gekommen, habe ich gar nicht mitgekriegt. So. Den machen wir genauso lang, wie hier die Mauer gerade ist. Ich weiß nicht, ob das passt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da noch keine großen Gedanken zu gemacht. Ich habe nur Bilder gesehen, weil ich ja gelesen habe über Schweinehaltung und habe dann gleich gedacht, da guckst du mal nach einem schönen Schafstall, nach einem schönen Offenstall. Und ja, habe den dann hier gefunden, also so in dem Prinzip. Und habe noch gar nicht richtig mir Gedanken gemacht, wie ich den jetzt hier umsetze. So, der soll jetzt... Ja, der soll jetzt hier quasi ein Stück bieten, wo die Tiere rein können. Ja, warum ist denn das da oben geflutscht? So. Ja, also dass die Tiere in den Stall rein können. Geh doch mal weg, das Snow. Du brauchst einen neuen Namen. Du musst jetzt irgendwie nicht Snowball heißen, sondern Schneedreck oder so. Schneematsch. Das wäre doch perfekt. So, machen wir das nämlich so. Dann können nämlich die Schafe hier rein oder hier halt im Unterstand sein. Mal eben schauen, das sind hier... Finde ich das gut? 4? Ja, 4 finde ich gut. Dann machen wir hier auch das soweit. Genau. Ja, dann umranden wir das hier nämlich alles schön, machen dann ein Dach drauf. Ich weiß gar nicht, was wir hier für ein Dach drauf machen sollten, aber so ein Flachdach wäre, glaube ich, doch am besten, oder? Snow, du bist im Weg. Also ein Flachdach würde, glaube ich, am realistischsten aussehen.
Aber so ganz flach weiß ich nicht, ob das gut aussieht. Wir können ja vielleicht so ein bisschen hochgehen. Es wäre eine Möglichkeit, dass wir hier hinten sagen: Moment, wir machen das hier tiefer. Sowieso anfangen. Nee, das sieht doch doof aus. So. So. Das sieht irgendwie auch doof aus. Und das ist schon eigentlich zu hoch. So. Ja, man kann hier ja noch was untersetzen, wenn man das. Komme ich hier nicht mehr durch. Nee. Das aber doof. Da muss ich mal kurz hier die Ecke wegmachen. Die können wir nachher wieder dran machen. So, und wenn ich dann so mache. Aber dann wird das zu dick, ne? So vielleicht. Das ist ja wirklich doof. Da weiß ich jetzt nicht, ob das hinkriegen, dass das halbwegs vernünftig aussieht. Aber hier müssten wir jetzt zwei hoch. Dann kann man wieder hier das hinmachen. Nein, das nicht. Das. Und hier müssten wir wieder zwei hoch. Also ich glaube, dass das Mist aussieht. Ja, das sieht kacke aus. Das ist irgendwie doof. Was machen wir denn dann? Wir können auch natürlich ein normales Dach drauf machen, dass wir so ein Spitzdach machen. Denn letztendlich tun wir ja sowieso hier die Dings machen, die Zäune hin. Okay, ich habe eine Idee. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich weiß nur nicht, ob das klappt. Wir das hier so gegensetzen. Und das, genau. Ich hatte das in dem letzten Bild mit der Reithalle hatte ich das so gemacht mit dem Dach. Vielleicht ist das für hier auch eine Lösung. Wir schauen mal. Weil dann kann man nämlich recht sanft hochgehen. Ich weiß nur nicht, ob das eben bei so kleinen Gebäuden auch gut aussieht. Mensch, 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 Snow. Verdammt. Du kannst doch da nicht immer runterfliegen, weil du mir mal hinterher springst. Muss ich dich wieder in die Hosentasche packen sonst. So, 1, 2, bei 3 habe ich dagegen gesetzt. Alles klar. 1, 2, 3. So. Und dann schauen wir jetzt nochmal. Snow, ich pack dich mal in die Tasche. So. Genau, einfach so. Dann so. Und dann habe ich keine mehr. Etwas höher. So, dann dagegen, da, da und da. Und dann machen wir an der anderen Seite weiter. Und dann gucken wir mal, wie hoch wir kommen. Weil letztendlich dürfte das jetzt ja nicht so hoch werden, wie wenn wir ein normales Dach nehmen. Okay. Da wir da noch Licht drin brauchen, können wir vielleicht noch ein paar Oberlichter machen. Ach, jetzt bin ich wieder zu weit weg. Das wird wohl heute nix. So, und zack. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal von unten an. Ja, also das fände ich vom Dach her am besten. Ne? Dann gehen wir da mal hoch. Und schauen mal, wie wir das hier hinbekommen. Weil hier können wir ja dann das hinpacken. Kein Problem. Aber hier haben wir dann ja wieder diese Dinge. Aber die sind auch kein Problem. Die kriegen wir auch weg. Ja, sollte also überhaupt kein Problem sein, dieses Dach zu machen. Sehr cool. Okay. Dann fangen wir doch hier an. Ziehen das einmal komplett rüber. Na. Hoppla. Und dann mal gucken, wie viel wir schaffen. Das wäre schon schön, wenn,
und die Schafe hier recht zügig einziehen können. Denn wir haben ja schon viele Tiere da in der Mitte. Und ich würde gerne die Tiere aus der Tierklappe nämlich auch hier im Resort schon unterbringen, recht schnell. Also ob die Namen haben oder nicht, die müssen auf jeden Fall dann erstmal ins Provisorium. So, okay. Huch. Nein, jetzt falle ich damit runter, ne? Ah, okay. Habe ich eigentlich noch? Ich habe nur noch eine Stufe. Gut, die müssen wir uns holen. Aber erstmal machen wir noch den Rest da drin, ne? Und vielleicht können wir dann auch schon mit dem Zaun anfangen. So, das hier machen wir jetzt auch erstmal alles drei hoch. So, okay. Und den nehmen wir mit. Was brauchen wir denn dann noch? Warum habe ich denn Bruchsteinstufen dabei? Für was denn das? Ach so, für die Brücke war das, ne? Da müssen wir noch überlegen mit den Durchgängen da, wie wir das machen. Ich würde da schon ganz gerne irgendwie zwei hoch machen. Das fände ich schon toll. Und vielleicht sogar einen Glasdeckel drauf. Da müssen wir mal schauen. Die Bilder müssen wir auch noch von den Fenstern wegnehmen. Aber ich habe mir sowieso überlegt, die habe ich schon öfters jetzt die letzte Zeit überlegt. Das hat also mit dem Wechsel des Packs eigentlich überhaupt nichts zu tun. Dass wir eventuell das Haus nochmal umbauen, weil mir gefällt das nicht so wirklich. So. Okay, das haben wir. Dann können wir hier eigentlich mal gucken, haben wir hier noch ein bisschen Glas auf Vorrat? Ja, nicht wirklich gut. Dann packen wir mal Sand in den Ofen. Oh, da hat Malkonno noch ein bisschen Sand drinne gehabt. Das kommt mal alles raus. Eisen packen wir da rein. So, Steinstufen, Stein und Kobbel. Das machen wir da rein und die Stufen kommen da rein. Was habe ich denn noch dabei, was ich auspacken könnte? Im Moment nichts. So, dann brauchen wir hier noch auf jeden Fall Kohle, aber können wir ja mal Blöcke machen. Das fände ich besser. Oh, das waren ja Dings, naja. So. Okay, dann nehmen wir dich da raus und packen da einfach mal ein paar Blöcke rein. Da ein paar Blöcke rein. Da ein paar rein, obwohl wir da gar nichts drin haben momentan. Das raus. Ach komm, was kostet die Welt? Machen wir halt mal voll hier. So. Da machen wir jetzt auch noch alles Blöcke draus. Dann haben wir das nämlich auch schon ordentlich und aufgeräumt. Da noch so. Okay, dann haben wir das auch. Gut, dann holen wir noch ein bisschen Sand und schmeißen das dann nochmal rein. So. Jetzt haben wir schon ein bisschen was. Was machen wir da auch? Das Glas in Weiß? Ach, das ist Wolle. Oder machen wir das in Schwarz für oben? Das ist jetzt die Frage. Für unten, also für die Scheiben, da nehmen wir Weiß. Aber fürs Dach lieber Schwarz. Haben wir denn überhaupt Schwarz? Ja, wir haben ein bisschen Schwarz.
Oder weiß. Weiß hätten wir genug. Was nehmen wir fürs Dach? Ich glaube, bei den Schweinen ist weiß drinnen, ne? Dann nehmen wir da auch weiß. So. Weiß. Ja. Dann holen wir da noch den... das fertige Glas raus. Huch, machen das auch noch weiß und dann machen wir weiter. Na, lass mich raus. Ich denke, wir müssen ja auch unbedingt nochmal farmen irgendwie, weil wir ja noch Geld für die Namensschilder brauchen. Unbedingt. Okay. So, und schauen wir mal, wie wir das jetzt hier machen. Da kann ich da von unten noch ran. Ja, dann machen wir das hier noch von unten. Na. Nein, das war falsch. So, und dann gehen wir hoch hier. Das wäre dann... so, genau. Und dann rüber. Ich weiß gar nicht, wo wir die Oberlichter am besten reinmachen. Ich würde die... machen wir die rein? Ist hier nicht. Gucken wir gleich mal. Also hier brauchen wir die ja noch nicht reinmachen, weil hier ist ja noch hell genug. Da würde ich da eigentlich hier drüber machen. Dann eventuell hier hinten. Dass wir jetzt gerade erstmal nur Dach machen. So, Mensch, die Stufen gehen ja weg wie nix. Das machen wir gleich weg. Hier kommt dann wieder das hin. Und habe ich nichts mehr? Und wieder so. Ja, dann haben wir schon fast die Hälfte vom Dach geschafft. Und ich sehe gerade, dass der Part schon wieder mega lang ist. Macht nichts. Wir machen jetzt noch diese... dieses Ding hier fertig. Upp. Ach, dass mal es runterfällt. So, okay. Zack. Dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden. Im nächsten machen wir dann weiter an unserem Schafstall. Also bis denn. Ciao, ciao.